Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, sobald es geht. Ja, am Schluss der letzten Folge sind wir in Kerzenburg angekommen, unserer ehemaligen Heimat, weil die Anführer des Eisentors sich dorthin verkrümelt haben. So, wir sind in Windtrops, Windtrops Gasthaus gelandet. Und wollten dort mal ein paar Runden schlafen. Jetzt ist nämlich mitten in der Nacht. Und zwar wollten wir die Burg selber beobachten, was dort so vor sich geht, bevor wir da einfach reinstürmen. So, das machen wir auch mal. Und triggern hoffentlich den neuen Traum, da wir ja in einem neuen Akt sind. Also an die Arbeit, ja? Wir haben Bier, wir haben Waffen, wir haben... Ach was, ist doch ein alter Hut. Ihr wisst ja genau, was wir alles haben. Okay. Ja, Windtrop hat natürlich nichts Neues, der hat nur das ganze Standardzeug, also nicht mal magisch. Das, was ich auch zum Beginn kaufen konnte. Ja. Wir wollen aber nur rasten. Und nochmal rasten. Und nochmal rasten. Und. Komm schon. Der Traum muss doch irgendwann mal triggern. Ihr schließt eure Augen und die Bilder von Kerzenburg kommen euch in den Sinn. Während ihr durch die Tore der Zitadelle geht, werdet ihr blitzartig in eure Kindheit zurückversetzt. Ihr seid wieder ein Kind, das nicht älter als ein paar Jahreszeiten ist. An eurer Seite ist Gorion, der selbst damals schon graue Haare hatte. Wie alt muss er damals gewesen sein, dass sein Äußeres in all der Zeit nur so wenig gealtert ist. Während ihr vor dem Bergfried steht, dringt aus seinem Inneren lautes Geschrei. Gorion erhob nur selten seine Stimme. Doch früher interessierten euch diese Diskussionen nicht sonderlich. Ihr zeichnet im Wasser eines Brunnen Formen nach. Als eure Aufmerksamkeit plötzlich durch eine Spiegelung im Wasser vom Streitgespräch abgelenkt wird. Ein großer Rabe hat sich auf einer Steinmauer niedergelassen und starrt euch mit seinen großen schwarzen Augen an. Über die Spiegelung des Wassers erwidert ihr seinen Blick und habt plötzlich Angst davor, dem Raben unmittelbar in die Augen zu sehen. Ihr denkt, seine Füße sind Krallen, kleine Skelettkrallen. Plötzlich öffnen sich die Tore des Bergfrieds und Ulraun stürmt heraus. Er schaut euch einen Augenblick an. Doch als er spricht, wendet er den Blick ab. Ihr könnt beide bleiben, verkündet er höhnisch. Doch prägt euch meine Worte ein. Dieses Kind wird euch den Tod bringen. Das Bild verschwimmt. Doch als es wieder klar wird, kommt Gorion aus der Burg. In dem Zustand, in dem ihr ihn heute kennt. Tod. Ihr richtet euren Blick wieder auf die Wasseroberfläche. Der Rabe ist weg. Doch ihr könnt euer eigenes Spiegelbild sehen. Eure Augen sind schwarz, so schwarz wie die eines Raben. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, will euch die Reflexion sagen. Ihr erwacht mit einem Schrei. Wie zu erwarten, habt ihr keine erholsame Nacht hinter euch. Ja, dieser Traum ist im Gegensatz zu einigen anderen davor, die sich hauptsächlich mit unserer Gesinnung beschäftigt haben, ein Traum, der uns etwas über uns selbst verrät. Nämlich, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Eine Referenz auf unseren echten Vater. Ja, nichts leichter als das. Gut, hier ist der gute Revor, der Rattenfänger. Was hat er zu sagen? Ihr wart ohne Erlaubnis weg, Soldat. Erwartet ihr dafür meine Vergebung? Ja? Vergesst es. Ich will 500 Liegestütze sehen. Und zwar sofort. Nein. Du musst hier lang. Gucken wir mal, was wir hier oben finden. Okay, es ist immer noch mitten in der Nacht. Wir haben jetzt wie viele Tage geschlafen? Gerade mal gucken. 104. Ich glaube, zwei Nächte lang haben wir jetzt geschlafen, oder? Ja, 106. Ja gut, nach der langen Reise brauchten wir auch so viel Erholung und Zeit, das Gebiet auszuspionieren. Und hier müssen wir definitiv vorsichtig sein.
Wir wollen nämlich Wachen unser ganzes Gold haben, wenn wir sie uns erwischen. Und das wollen wir ja nicht. Ich glaube, das ist uns in dem einen Gebäude passiert mit dem Doppelgänger mit der toten Katze, wo wir dann einfach weggelaufen sind. Unserem Ruf hat das ja nicht geschadet, zum Glück. Gut. Wir wollen außerdem nicht klauen. Erst einmal wollen wir wieder das Tag wird. Erstmal wollen wir das Tag wird. So. Es müsste fast Mittag sein. Ja, Stunde 12 schon. Unter meiner Würde. Gut, zur Mittagszeit lässt es sich viel besser in Katzenburg umherschreiten, denke ich mal. Und dann sehen wir uns erstmal im äußeren Ring fertig um, bevor wir in den inneren gehen. Hier gibt es ja noch genug alte Bekannte, mit denen wir sprechen können. Hier sind diese kleinen Schreine. Oder Gebetsstätten oder... Ich weiß nicht, es könnten auch Gräber sein, natürlich. Hier ist die Kaserne, oder? Ja, und? Ihr dreht den Türknauf und aus der Kaserne ertönt eine gedämpfte Stimme. Hau ab, du Affe! Sehr toll. Ach, 8 Goldmünzen. Cool. Unser Suffkopf. Dass ich dieses Gesicht noch einmal zu sehen bekomme, hätte ich nicht gedacht. Als wir von Gorizot fuhren, wollten Fuller und ich die Leiche bergen, aber wir warten nichts zu finden. Ich weiß nicht, was in jener Nacht euch widerfahren ist, aber Goriot starb einen edlen Tod, als er euch davor bewahrte. Was in jener Nacht geschah, ist mir immer noch ein Rätsel. Wir gerieten in einen Hinterhalt und er sagte, ich soll rennen und das tat ich. Ich brauche eure Hilfe wohl. Habt Dank wohl, dass ihr euch um seine Überreste gekümmert habt. Ich hatte nicht die Mittel dazu. Eines Tages erzähle ich es euch bei einem Bierchen. Ich brauche eure Hilfe. Kann ich wohl einen dieser Heiltränke haben, die ihr immer dabei habt? Das beste Gegenmittel gegen Kater, das ich kenne. Aber wie es sich anhört, habt ihr eine bessere Verwendung dafür gefunden. Hier habe ich einen für euch. Gegenstand gewonnen. Gegengift. Ein bisschen unnötig, aber ja. Wir haben immer noch das Buch von der einen zerstreuten. Das hier sind die Schlafbaracken, da wurden wir damals auch angegriffen. Hm, 15 Gold. Ist nicht viel. Oh. Pader! Hallo Talisa, ich habe gehört, dass ihr zurückgekommen seid. Wäre es nun nicht in so finsteren Zeiten. In Katzenburg braut sich etwas zusammen. Eine unausgesprochene Panik macht sich unter denen von uns breit, die diese verhexten Hallen noch ihr Zuhause nennen. Ich flehe euch an, helft uns. Alles, Pader, sagt mir nur wie. Wie? Wie, wenn ich das nur wüsste. Geht und seht euch um. Ihr wart eine Zeit lang fort. Vielleicht sehen eure Augen Dinge, die wir nicht bemerken. Wir sind schon hier schon zu lange. Wir sind blind gegenüber dem Übel, denn es macht sich langsam breit und schleicht sich in unser Bewusstsein. Es ist trotzdem da. Meine Augen können es zwar nicht sehen und meine Ohren es nicht hören, aber alles in mir schreit in dem Wissen, dass es da ist. Und nun still, es darf niemand erfahren, dass wir miteinander gesprochen haben. Oh, da ist noch ein Tagebucheintrag. Ich zittere so, dass ich kaum schreiben kann. Doppelgänger sind in Katzenburg eingedrungen und machen auch nicht vor meinem Zuhause und meiner Kindheit halt. Ich fühle mich schmutzig, bedeckt mit einer Schicht Horror, die ich wohl nie wieder loswerden kann. Es kam über mich in der Form eines älteren Priesters. Sein Name ist mir entfallen. Aber es ist auch nicht so wichtig. Wo es einen gibt, gibt es viele. Die Frage ist, wen sie noch geholt haben. Und wann sie mich holen werden. Dieser eine sagte etwas von einem Plan, mir soll der Mord an Rieta angehängt werden, dem Anführer der Operation des Eisenthrons an der Schwertküste. Er muss sich demnach irgendwo hier in der Hauptburg befinden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir bleibt, ihn zu finden, aber ich fürchte, sie geben mir nicht lange. Vorhin genug gekritzelt, ich muss gehen. Okay.
Das habe ich jetzt zwar nicht mitgekriegt, dass man mir den Mord an Rielta anhängen will. Aber gut, dass wir es jetzt wissen. Ich hatte die ganze Zeit schon vermutet, dass Pada, der alte Leser, irgendwie einen sechsten Sinn hat. Und jetzt weiß ich, dass es stimmt. In seinem Inneren gelangte er zu der gleichen Erkenntnis, für die ich einen Monat durch die Lande reisen musste. Eigentlich war es ein halbes Jahr fast. Irgendetwas ist hier absolut falsch. Vor allem entlang der Schwertküste und dem Baldurs Tor. Und gerade in diesem Moment, wo ich das hier niederschreibe, weiß ich genauso gut wie er, dass dieses Falsche hier in Kerzenburg lauert und den Ort mit seiner Anwesenheit besudelt. Ich muss das Übel ausrotten und das teuflische Unkraut verbrennen, bevor es sich ausbreiten kann. Gut. Nichts leichter als das. Wissen wir schon mal auch wieder etwas mehr über das, was hier in Kerzenburg vor sich geht. Ja, ja, das schöne Kerzenburg. Sie meinen, sie können isoliert leben und was haben sie davon? Der Eisenthron schleicht sich hier ein. Und Sarevok, der will großes Unheil verrichten. Oh Gott, und ich höre die Sänger schon wieder. Gut. Gehen wir lieber mal hier entlang. Das Gebäude können wir nicht betreten. Das war dieser Gruppenübungsraum, wo wir mit Pseudogruppenmitgliedern Gruppenkämpfe üben konnten. Ah, hier sind die, ist das Lazarett. Mal sehen, wen wir da drin finden. Oh, das ist wirklich schon eine Weile her, dass wir hier waren. Wunder. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Das gibt's doch nicht. Wenn da nicht jemand eine Geschichte zu erzählen hat, was habt ihr denn in letzter Zeit so getrieben? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auf dem Heimweg einfach einen Umweg gemacht. Der freundliche Arm, Berikos, Naschkel, Baldurs Tor. Und dabei mehr Kobolde getötet, als ihr euch vorstellen könnt. Hier könnt ihr nicht zufällig ein paar alte rostige Kurzschwerter gebrauchen, was? Ich habe nämlich Tonnen davon. Ich habe versucht, dieser Metallkrise auf den Grund zu gehen. Ich bin noch dabei, die letzten Stücke zusammen zu puzzeln. Aber der Eisenthron hat auf jeden Fall seine Hand im Spiel. Der Eisenthron? Zwei von ihren Anführern sind gerade in der Hauptburg. Ihr wisst auch hoffentlich, was ihr tut. Der Kerzenburg ist nicht der richtige Ort für falsche Anschuldigungen. Hört zu, warum tun wir nicht einfach so, als sei das Thema nie zur Sprache gekommen, ja? Okay, Fuller. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Ich habe jetzt vermutlich Wichtigeres zu tun. Mhm. Fuller will sich da auch nicht in was reinsteigern. Das ist verschlossen, das lassen wir verschlossen. Ich komme zu spät zu meinem Unterricht. Gelehrter, hey da, keine Zeit zu mir, ich habe Berge von Geschirr zu spülen. Ach, das ist ja so eine. Ja, das sieht ein bisschen aus wie eine Küche. Gut. Toll, sagt sie zur selben Zeit gut wie ich. Ja. Dann gucken wir jetzt mal in den inneren Burgring. Von hier aus sind wir ja schon fast da. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Das ist eine normale Wache. Hallo da drüben, hier ist nichts zu sehen. Okay. Seid gegrüßt, ich bin Carrie, ein Besucher der Kerzenburg, genau wie ihr. Seid gegrüßt, ich bin Kedderley. Kedderley, hey. Erinnert ihr euch noch an Dritzit du Orden? Ich kann den Namen immer noch nicht richtig aussprechen, obwohl ich schon so viele Bücher gelesen habe. Kedderley ist eine weitere Romanfigur von... Nein, ich mache hier jetzt keine Schleichwerbung. Also ist eine Romanfigur aus derselben Romanreihe. Beziehungsweise er hat sogar seine eigene Romanreihe, nämlich das Cleric Quintet. Da spielt er die Hauptfigur. Und in den Dritzit-Romanen spielt er ja auch teilweise Nebenfigur, teilweise auch Hauptfigur. Und jetzt begegnen wir ihm. Wisst ihr, das ist irgendwie toll. Ich habe Baldur's Gate vor Jahren angefangen und habe erst viel später angefangen, diese Romane zu lesen. Mann, ich muss dringend mal weiterlesen, fällt mir gerade so auf. Das Ding hat, glaube ich, schon an die 30 Bücher, die ganze Romanreihe, inklusive die 5 Bücher des Cleric Quintet. Ich schweife jetzt zu sehr ab. Auf jeden Fall kannte ich die ganzen Figuren damals nicht
Und jetzt, wo ich Baldur's Gate hier Let's Play und auf diese Leute treffe, da kriege ich so einen richtigen Nostalgie-Flash irgendwie. Irgendwas kommt da in mir hoch, was mir Gänsehaut macht, aber eine positive Gänsehaut.